So, MSV Duisburg-Präsident Ingo Wald, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja, klare Niederlage am Ende hier im Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen den Wuppertaler SV 6:2. Ja, was ist heute passiert? Hat die Mannschaft den Kampf nicht richtig angenommen, der ihr heute hier geboten wurde? Es ist unerklärlich. Die Leistung ist nicht zu entschuldigen. Ich bin mega enttäuscht. Das war die Möglichkeit, wieder eine kleine Wiedergutmachung zu bekommen. Das ist überhaupt nicht gelungen. Und wie man nach einer 1-0-Führung das Spiel so aus der Hand geben konnte, speziell auch in der zweiten Halbzeit, kein wirkliches Aufbäumen. Es ist einfach nur enttäuschend und ich bin total niedergeschlagen. Man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Körpersprache der Mannschaft nach dem ersten Gegentreffer schon, nach dem 1:1 im Prinzip, nicht die war, die sich, glaube ich, jeder vorgestellt hätte. Woran kann das liegen heute? Also, es ist nicht erklärbar. Also, mir fehlen die Worte und ich bin, ehrlich gesagt, kaum in der Lage, Worte zu finden, um diese Leistung, die heute abgeliefert worden ist, zu erklären. Es ist auch nicht entschuldbar und vor allen Dingen, wir tun die Fans leid. Das war eine schlimme Saison, die wir gespielt haben und wie wir dann noch den Abschluss so in den Sand setzen und die letzte Möglichkeit auch für die nächste Saison ein bisschen was noch rauszureißen, es ist einfach nicht erklärlich und ich kann es nicht fassen. Sie haben jetzt am Wochenende noch ein Spiel gegen den SV Meppen, was nochmal für viele Mannschaften oder gerade auch für den SV Meppen sehr, sehr wichtig sein wird. Ja, was erwarten Sie von der Mannschaft da in diesem letzten Spiel jetzt nach heute? Von der Mannschaft, dass die alles geben wird. Es darf keine Wettbewerbsverzerrung geben, wenn jetzt alles abgeschenkt wird. Also es ist eine Schande für den MSV Duisburg, so wie gespielt wird. Und das kann nicht sein. Und ich erwarte von der Mannschaft gegen Meppen, dass sie alles geben und das Beste für den Verein dann nochmal zeigen, weil wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung. Wenn jetzt das abgeschenkt wird, nein, kann nicht sein. Kann nicht unser Anspruch sein. Dann wünschen wir Ihnen trotzdem alles Gute. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und weiterhin dann viel Erfolg. Danke. Danke, Ingo Wald. Tschüss. Ja, liebe Fans, Wahnsinnsspiel. Ingo Wald, der Präsident des MSV Duisburg, hat sich gestellt hier, hat von einem unfassbaren Spiel und einem unfassbaren Auftreten seiner Mannschaft vom MSV Duisburg gesprochen. 6:2 Niederlage hier in Wuppertal. Wer hätte das vor dem Spiel gedacht? Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen, ein Ligenunterschied war nicht zu erkennen und dementsprechend sind wir natürlich absolut begeistert von diesem Wahnsinns-Fußballspiel. Die Highlights wird es natürlich im Nachgang auch nochmal bei uns zu sehen geben. Haben jetzt gleich auch noch den ein oder anderen Gast vor Ort, unter anderem unseren Kommentator Sven Lesser, den wir ja vor dem Spiel schon mal hatten. Er darf jetzt auch sehr gerne noch mal reinkommen. Ich rufe ihn mal spontan noch dazu. Sven? Hi. Ich nehme an, du bist fix und fertig. Sven Lesser, vorm Spiel ja schon bei uns gewesen, hat heute für den Wuppertaler SV das Spiel kommentiert. Dir geht es wahrscheinlich ein bisschen besser als Kollege Marc Zeller, der jetzt schon weg ist. Ja, Marc war am Ende des Spiels, glaube ich, einfach nur noch sprachlos. Ich musste tatsächlich auch ein bisschen nach Worten suchen, weil also man erwartet vielleicht, dass das Spiel eng wird und dass der WSV vielleicht auch die eine oder andere Chance hat, aber so einen Spielverlauf nach dem Rückstand, nach dem frühen, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich finde das Freistoßtor, was wir am Ende gesehen haben, war nochmal bezeichnend für den Tag, ja, dass der Ball da so reinfliegt, dann eigentlich unglaublich in dem Moment. Ich habe es eben am Mikro gesagt, für mich hat das Ganze dem Spiel noch die Krone aufgesetzt, weil das Ding war einfach schön, das hat das Ganze nochmal rund gemacht und am Ende abgeschlossen. Dann danken wir dir für deinen Kommentar. Haben wir jetzt nämlich gerne noch Peter Neururer, sehe ich gerade, der auch nochmal reinkommt und dementsprechend würde ich sagen, fliegender Wechsel. Mikrofon ist an. Hallo. Peter Neururer. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie kurz Zeit gefunden haben für uns. Ich glaube, nach so einem Spiel fällt es nicht ganz so schwer, dann auch ein Interview zu geben. Das ist eigentlich unabhängig von irgendeinem Ergebnis. 6:2 hier am Ende gegen den MSV Duisburg. Wenn Sie ganz ehrlich sind, hätten Sie damit gerechnet im Vorfeld? Ich bin eigentlich immer ehrlich. Ich habe der Mannschaft gesagt, nach dem letzten Spiel gegen Homberg, dass die Mannschaft unglaubliche Qualitäten gezeigt hat. Dahingehend bin ich mit leichtem Schmunzel bedacht worden. Wer so schlecht gespielt hat wie wir gegen Homberg und trotzdem gewinnt, der hat Qualität und die gleiche Qualität. Deswegen habe ich der Mannschaft kein Glück gewünscht, sondern Qualität und Erfolg gewünscht. Wir haben sie heute gezeigt. Natürlich in der Endkonsequenz durchaus glücklich, gar keine Frage, aber mit Sicherheit nicht unverdient. Denn die Art und Weise, wie wir die Tore erzielt haben, das war schon große Leistung. Sie sprechen es gerade an, also das Freistoßtor zum Beispiel am Ende, Tor des Monats wahrscheinlich, würde ich. Ja, natürlich, das muss man dabei sagen, aber das fällt natürlich nicht beim Stand von 0-0 oder beim knappen Rückstand.
Das lief natürlich nachher einem so wirklich ja, vom Fuß, das war unglaublich. Ja. Jetzt steht man plötzlich im Finale, spielt gegen Rot-Weiß Essen. Richtig heißes Pflaster, denke ich mal. Es ist noch nicht klar, wo das Spiel... 1-1. Doch noch nicht klar. Gerade in der 90 Minuten einen Ausgleich kassiert. Da müssen wir uns entschuldigen. Die Information habe ich hier noch nicht bekommen, weil ich bei den Interviews stehe. Dann lassen wir uns mal überraschen, gegen wen es natürlich im Finale dann letztlich geht. Aber ich glaube, unabhängig davon, jetzt möchte man das Ding auch nach Wuppertal holen, oder? Ja, grundsätzlich, wenn ich den Pokal antrete, egal wann, will ich diesen Pokal gewinnen. Ich will jedes Spiel verlieren. Ich kenne keine Mannschaft, egal aus dem Amateurbereich oder aus dem Profibereich, die irgendwelche Spiele bestreiten im Pokal, um zu verlieren. Ja, und wenn du jetzt schon so weit gekommen bist und die große, große Tür durchschreiten kannst, rein ins DFB, in die Hauptrunde. Das hat dafür einen Regionalligisten auch zu bedeuten, dass man ganz anders planen kann für die neue Saison, weil eine sichere Einnahme da ist, die jeder braucht. Und da kann man schon einiges mitmachen. Und von daher mit aller Macht versuchen, jetzt, die Saison ist ja eh gelaufen, im positiven Sinne sogar gelaufen, jetzt sich voll auf das Endspiel zu konzentrieren, dann sind wir auch imstande, ob Strahlen oder Rot-Weiß Essen beide zu schlagen. Jetzt haben Sie ja hier schon einen sehr erfolgreichen Einstand gefeiert, muss man sagen. Seitdem Sie da sind, läuft es sehr gut. Wohin soll die Reise denn so gehen? Welche Ziele haben Sie sich hier gesetzt? Das hat ja mit meiner Person überhaupt nichts zu tun. Die Jungs arbeiten ganz hervorragend, der Trainerstab arbeitet hervorragend. Das war vor meiner Zeit so und das wird hoffentlich auch weiter so bleiben. Wir haben Vorstand jetzt neu zusammengesetzt, aber der Einfluss von mir im Augenblick ist gleich null. Ich gucke mir die Sache an und gucke, was man aus den Möglichkeiten, die wir jetzt im Augenblick haben, machen kann. Und darüber hinaus gucke ich, wenn natürlich der Pokal noch dazukommt, wäre natürlich herrlich, welche Basis man hat, um im nächsten Jahr eine Mannschaft zusammenzustellen, die berechtigt dann klare Ziele formulieren können. Aber noch können wir gar nicht sagen, wir wollen uns stabilisieren, wir wollen daraufhin aufbauen und wollen dann gucken, dass wir irgendwann, wenn wir wissen, wozu wir rein vom Finanziellen her zum Beispiel imstande sind, wo wir dann ganz klare Ziele formulieren können und dieselben auch erreichen können. Eine Frage noch zum Schluss. Wie sehr wünschen Sie sich dann auch wieder Fans im Stadion? Ich meine, wenn man hier heute 10.000 Menschen vielleicht da gehabt hätte. Das wäre ein Traum. Aber wir leben ja alle schon seit über einem Jahr mit dieser katastrophalen Situation. Für gerade die Vereine aus dem Amateurbereich oder aus dem Regionalliga-Bereich, die dann nicht ganz Amateure sind, ist es natürlich Wahnsinn. Wirtschaftlich Wahnsinn, was da in den letzten Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren passiert ist. Und von daher nicht nur der Stimmung wegen, denn da macht Fußball erstmal richtig Spaß, gerade hier in Wuppertal vor einer großen Kulisse solch ein Spiel gemeinsam erlebt zu haben. Oder hätten wir das erleben können gemeinsam, dann hätten wir uns mit Sicherheit später mal, ja, unseren Kindern kann ich ja nicht mehr sagen, weiter erzählen können. Ne? Das ist einer der Gründe, warum ich hier zum Beispiel hingekommen bin. Dann drücken wir natürlich die Daumen, dass wir diese Spiele dann hier im DFB-Pokal vielleicht in der nächsten Saison dann mit Fans auch sehen können. Machen, wäre schwer genug, aber wir sind dazu imstande. Wer einen Drittligisten schlagen kann, der kann auch gegen Rot-Weiß Essen gewinnen oder gegen Strahl. Tolles Schlusswort. Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Wünsche alles Gute. Gerne. Peter Neururer. Vielen Dank. Gerne. Danke sehr. Tschüss. So, und gleich haben wir noch Björn Mehnert vom Wuppertaler SV, der Trainer, der heute hier mit seiner Mannschaft 6-2 gegen den MSV Duisburg gewonnen hat, im Gespräch und freuen uns natürlich sehr, ihn auch nochmal danach zu fragen, wie er dieses Spiel bewertet. Peter Neururer hat es gerade auch gesagt, unfassbare Tore und ich sehe gerade, da kommt er auch, Björn Mehnert. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Da vorne ist die Kamera. 6-2 gegen den MSV Duisburg. Ich habe gerade schon mit Peter Neururer gesprochen. Der war auch noch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen fassungslos, aber hochverdienter Sieg. Oder wie sehen Sie das? Ich bin nicht fassungslos. Ja. Ich sehe die Jungs jeden Tag im Training. Und ich weiß, was für einen Charakter die Jungs haben. Man darf nicht vergessen, gegen Drittligisten 1-0 zurückzuliegen und dann so ein Spiel abzureißen, ziehe ich einen Hut vor oder alle Hüte, die ich habe. Und wie gesagt, hat Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen. Ich glaube auch in der Höhe ein verdienter Sieg, sogar muss man auch so sagen, und weil wir richtig tollen Fußball gespielt haben. Wie waren Ihre Gedanken nach dem 0-1, als Duisburg in Führung ging? Haben Sie da gedacht, ach, wir machen weiter, wir spielen unseren Stiefel runter und das wird schon? Oder hat man da schon ein bisschen Angst, dass es jetzt losgeht? Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe an 6-2 geglaubt, sondern ich wusste, dass es jetzt schwierig wird, aber ich wusste auch, dass wir die Qualitäten haben, ne, weil wir Selbstvertrauen hatten, auch nach dem Wochenende, nach der Serie, die wir jetzt seit dem Winter gespielt haben, dass wenn wir kein zweites kriegen, immer zurückkommen können. Und als das 1-1 fiel, habe ich gesagt, heute kann ein Tag werden, der uns liegt oder den die Jungs unvergesslich machen können. Jetzt ist Rot-Weiß Essen gegen Strahlen gerade in die Verlängerung gegangen, haben wir gehört, 1-1. Wen hätten Sie denn lieber? Ach, ist mir egal. Wir sind im Finale und wir schauen, wie das Spiel ausgeht. Wir werden da sein, sagen wir es mal so. Und wir werden bereit sein und werden versuchen, den Pokal dann zu holen. Dann lassen wir uns überraschen, was passiert und gegen wen es vor allen Dingen geht. Wo es geht, weiß man ja dann auch noch nicht. Dementsprechend Björn Mehnert, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Feiern Sie schön und wir sehen uns im Finale. Danke. Super. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
So, liebe Fans, das war Björn Mehnert, Trainer des Wuppertaler SV. 6:2 am Ende für den WSV hier im Niederrhein-Pokal. Halbfinale. Das andere Spiel, Rot-Weiß Essen gegen den SV Strahlen, könnt ihr bei Interesse parallel noch bei uns auch jetzt live natürlich in der Verlängerung verfolgen. Ich bin hier vor Ort fertig mit den Gesprächen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wünschen euch natürlich viel Gesundheit, alles Gute in dieser immer noch schwierigen Zeit und hoffen natürlich, dass wir uns bald im Stadion dann noch live wieder begegnen können. In diesem Sinne, alles Gute nach Hause. Vielen Dank hier aus dem Stadion am Zoo und liebe Grüße, Marlon Ilbacher von AI Sports Watch.